wireless Modem so irgendwie komisch rumspinnt, dass sie das nicht über den PC steuern kann, dass es ausgeht auch. Habe ich schon mal versucht, dass ich das Programm sage, wenn ich den eingebe hier Eisenproduktion, dann mach Eisen, dann läuft er auch, aber ich kann dann nicht sagen stoppen, dass er dann das Programm neu stoppen soll, das checkt er irgendwie nicht. Ich weiß leider nicht warum, aber egal. So, wir brauchen noch eine Turtle, die haben wir doch, glaube ich, noch, ne? Ja, haben wir doch noch. Und eine Kraft, die Turtle. Da brauchen wir eine Workbench. Eine Workbench. Einmal eine Crafty Turtle und einmal das und einmal ein Wireless Modem. Haben wir ein Wireless Crafty Turtle, dann brauchen wir die nicht mehr. So, jetzt brauche ich Emerald Pipes, normale Pipes, Eisenpipes und sonst nichts. Wir brauchen zwar Emerald Pipes, das weiß ich. Wir brauchen eine Dia Pipe, da bin ich mir felsenfest sicher. Steinpipes und Eisenpipes, die brauche ich. Zwei, ja, was sagen wir, zwei Dia-Kisten. Sowieso gerade genug, ne? Drei. Guck mal, die nehmen wir gleich direkt mit. Eine dafür und die andere dafür. Ja. Machen wir das mal. Und den stellen wir erstmal vorerst irgendwo in eine Ecke rein. Irgendwo in eine Ecke rein damit. Und ich brauche noch hier pulsierende Gatter. Zwei Stück, eins, zwei. Wo tun wir das Ding denn hin? Was habe ich denn eigentlich noch da hinten im PC-Raum? Weil hier wäre, ja, hier könnte ich eigentlich noch den einen Display, das eine Ding auch noch reinpacken. Und vielleicht noch ein Informationspanel machen, was von da hinten nach hierhin kommt und mir sagt, wenn ich, wenn das an ist, dass ich hier das nachlesen kann. Das würde sich ja gerade hier eignen mit der Turtle, aber hier ist auch zu wenig Platz. Ich hätte schon gedacht, hier irgendwo. Oder machen wir das erstmal hier? Komm, wir machen die erstmal hier hin. Da, da, da. Richtig, Turtle? Richtig. So, nein, falsch rum. So. Jetzt genau, das ist jetzt die. Warum braucht ich jetzt immer eine zweite? Stimmt doch gar nicht, ich brauche doch nur eine. Die. Jetzt mache ich das mal anders. Jetzt mache ich das mal so. Wobei ich hier doch hier lieber gern Goldpipes nehmen würde. Weil mehr brauche ich auch gerade nicht. Bin gerade überlegen. Eigentlich nicht. Doch, klar. Doch, 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 doch. Jawohl, ich kann die weglassen. Nimm einfach nur eine hölzerne. Pack die Steindinger hier wieder weg. Die Eisendinger brauche ich auch nicht. Und nimm da mal hier ein paar Golddinger mit. Dann pumpe ich das nämlich anders. So. So ist das jetzt. Der kommt weg. Der Schlawingel. Sonst habe ich das immer gemacht. Hier hingegangen, da eine Diapipe hingesetzt und dann einmal so rumgegangen. Aber ich sehe gerade, wenn ich das so mache, dann gehe ich erst über die Diapipe. Aber ihr geht auch direkt hier drauf, weil sonst habe ich immer gesagt, hierhin, Diapipe. Und dann ist er nochmal so mit Eisenpipe zurückgegangen. Brauche ich doch gar nicht. Weil er hat dann nämlich auch hier rumgesponnen an dieser Stelle und ist dann immer hier so rumgegangen. Das kann ich doch so machen. Und hier können wir schon mal sagen, Label Set Eisen, ja, Label Set Eisen, komm. Edit Eisen, weil das schreiben wir jetzt gleich per Hand. Das sollte eigentlich schnell und relativ einfach gehen. Was ich mir jetzt im Kopf überlegt habe, dass das funktioniert. Wir brauchen dies und wir brauchen dies. Da brauchen wir jetzt gleich aber ein paar mehr von. Ja, machen wir so. Dann soll in Weiß Gold rein und in Blau Eisen. Genau. Nun
brauchen wir noch den Minium Stone. Dann nehme ich mal hier den Verbrauch. Hier, der wird sich, glaube ich, wieder aufladen. Er soll, glaube ich, angeblich damit funktionieren. Beziehungsweise es soll angeblich auch ein Bug sein, diese da wird aufzupumpen. Die Dinger hier. So. Machen wir eine While-to-Do-Funktion. Ist am schnellsten. While-to-Do. Als nächstes sagen wir der Turtle. Turtle. Ich versuche jetzt gerade das Programm zu schreiben. Turtle. Oh. Turtle select. Okay, select. 1. Er soll den ersten Slot auswählen. Nun. Turtle. Suck up. Gibt es keine bestimmte Funktion, aber man sollte so schreiben. Zack ab. Und nun. Turtle. Oh, Turtle.craft. Turtle.craft. Genau, das wäre jetzt das erste. Nächstes. Sagen wir der Turtle. Turtle.select. 3. Dann sagen wir Turtle.transfer to 16. 16 ist in dem Fall hier 1 oder 4. 5, 6, 8, 12, 16. Denn eine Turtle hat eine 4x4 Crafting Bench und da kann man das immer noch transformieren, wo man das alles hinhaben möchte. Und dann das machen wir auch in dem Feld. Turtle. Punkt. Ah ne, warte mal. Machen wir das in dem Feld? Das machen wir ein hier drunter. Da sagen wir Turtle. Punkt. Select. 16. Turtle. Punkt. Drop. Down. Oh, doch. Drop. Down. Nun, Sleep 0,1 Sekunden und dann Ende. Bin ich gerade überlegen. Eigentlich ja. Wir gehen nochmal, ich gehe nochmal so groben Schritten durch. Oh man, der Turtle ist das nervig, da kann man nicht hochscrollen. Oh, ich kann gar nicht hochscrollen. Hab ich schon wieder Mist gebaut. Geil. Was? 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 Hallo? Warum? Okay, sonst nervig. Eigentlich sollte es funktionieren. Wir probieren es einfach aus. Aber safen. Ich habe hoch und runter auch verbraucht. Geile Sache. Eisen. So. Probieren wir das mal aus. Ist gar kein Alarm angeschlagen oder ich habe ihn gar nicht gehört. Pfui. Hey, ist doch dunkel. Was habe ich denn da für einen Radius eingebaut? Den werde ich auf jeden Fall mal erhöhen. Den habe ich doch gar nicht gehört. Oh. Das war jetzt schlau. Ah. Da ist er. Warum hat er den denn umgeschaltet? Wundert mich. Den habe ich nämlich nicht umgeschaltet. So, merke immer den dritten von links. Flup, 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 flup. So, oben ist Gold drinne. Da ist dit. Jetzt sagen wir einfach Eisen. Macht das? Genau. Das passt natürlich nicht. Das gefällt mir nicht. Hä, warum machst du das jetzt auf einmal jetzt und auf einmal dann nicht? Muss ich das jetzt verstehen? Na komm mal her. Und zwar... Edit Eisen.
Turtle Select 1, dann Suck Up von oben, Quest. Turtle Select 3. Transfer zu 16, Drop Down. Ist doch eigentlich richtig. Komisch. Werde ich gleich nochmal checken, das Programm. Dann machen wir das mal hier nochmal hier so dran. Dann brauchen wir nämlich auch noch eins davon. Items in Inventory pumpen. Jetzt wird alles rauskommen. Jetzt haben wir nochmal Eisen. Also irgendwo ist da noch ein ganz kleiner Fehler drin, aber nur ganz kleiner. So macht er es ja ganz im Stillen ganz schön weiter, das ist ja ganz okay. Das Problem ist nämlich dabei, jetzt kommt es nämlich gleich wieder, wenn da oben nämlich Gold drin ist. Wann es kommt, weiß ich natürlich nicht. Der wird jetzt bestimmt erstmal das Eisen rausnehmen, ja. Ich nehme jetzt mal eben noch ein Packen Gold hier raus. Ach so. Warte mal. Mach das bitte mal so. Jetzt müsste doch gleich Eisen durchgeschossen kommen. Was macht er jetzt gleich mit dem Eisen? Ah, mit dem Gold. Also jetzt steckt er, glaube ich, auch da drauf auf, oder? Kommt da durchgeschossen, da kommt's, da kommt's, da kommt's, da kommt's. Jetzt wird das gleich irgendwann mehr sein. Jetzt wird's mehr. Aber jetzt wird's mehr sein. Ja. Da ist noch irgendwo ein Fehler drin, ne? Ach, kia. Das ist aber auch nicht so schlimm. Er checkt da immer, ja. Ich müsste dem eigentlich sagen, Craft. Und dann soll er es alles Drop Down machen. Weil jetzt nimmt er immer den ersten. Und dann wählt er den zweiten aus, aber schafft das Craften nicht dazwischendurch. Ach ja, naja, ist ja auch nicht erstmal gerade tragisch. Lass mal gerade mal laufen so. Was fällt mir denn noch ein, was wir machen können? Eigentlich gar nichts. Weil den Rest müsste ich erstmal planen. Ich will den Medizin ein bisschen laufen lassen, die Bienen, die Bäume. Und jetzt läuft, glaube ich, gerade Monkey Island. Eigentlich gar nichts. Ich muss jetzt eigentlich nur warten. Und dann kann ich eigentlich richtig loslegen, dass der Strom produziert. Weil ich brauche Hyometer massig. Wie viel hast du denn? Ja. Dann würde ich das doch sogar so sagen, dass ich jetzt gleich einen Cut reinziehe. Der ist rappelvoll. Mal gucken, wann er dann hier abzieht. 40. 35 kommt dann damit klar. 30. Kommt es auch damit klar. 25. Natürlich, wenn ich jetzt ja hier auf... Gib Stoff, Kollege. Macht er gar nicht. Jetzt mit Stoff 10 kommt er ganz gut voran. Das ist doch geil. Das ist geil. 15 reichen. Dann machen wir hier nur 20. Läuft das? Das läuft. Lass das mit ganz in Ruhe tuckern. Dann können die nämlich hier alle nämlich auch schön laufen. Wie weit sind sie denn? Ja, 70.000, knappe 70.000. Und der ist natürlich 80.000, weil er schon 10 mehr hatte. Ja, Öl läuft sowieso weiter. Lass mir ihn köften, lass mir ihn laufen. Das ist doch geil. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für die Aufnahmesession. Ich hoffe, hat es euch gefallen. Ich werde ein bisschen nebenbei ein bisschen craften, vorbereiten, ein bisschen gucken, ob alles läuft. Und die Turtle nochmal ein bisschen programmieren und ein bisschen bearbeiten, dass er halt fast optimiert perfekt läuft. Und dann würde ich sagen, bis dahin, euer Fischer-TP. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und bis dahin, tschüss.